Herzlich willkommen zum Börsesessional und den Aktienausblick auf 2020. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Saisonalität und andere Börsenzyklen in 2020 die Aktienmärkte beeinflussen können, dann sind Sie hier genau richtig. Warten Sie auf spannende Zahlen gleich nach dem Intro. Ich habe vor 5 Jahren eine interessante Studie gelesen. Hier wurden der US-Wahlzyklus, das heißt US-Wahljahr, Nachwahljahr, Mittelwahljahr und Vorwahljahr, verglichen in einer 40-Jahre-Studie und behauptet, dass die Saisonalität in dem Wahljahr und Nachwahljahr nicht stattfindet, dass es Sell in May hier keinen Sinn ergibt und auch in den anderen Zyklen sehr, sehr schwach sei. Dazu muss man sagen, wenn Sie 40 Jahre Aktienmarkt betrachten, dann haben Sie pro Stichprobe, also dann haben Sie nur 10 Wahljahre, 10 Nachwahljahre, 10 Mittelwahljahre und 10 Vorwahljahre, haben also jeweils nur 10 Stichproben, die Sie vergleichen können, denn in einem Jahr findet der Halloween-Effekt statt, so nennt man Sell in May, die Saisonalität, oder nicht. Das heißt, ich kann nur einmal im Jahr beobachten, war die Rendite von November bis April höher als von Mai bis Oktober. Und das ist natürlich für eine zuverlässige Studie viel zu wenig Datenmaterial. Und Sie kennen ja den Ausdruck, glaube nur einer Statistik, die du selber gemacht hast. Und deswegen habe ich mich hingesetzt. Ich war ja lange in der Forschung. Ich weiß, wie man das richtig betreibt und habe hier mir Zahlenmaterial besorgt, nämlich von der ersten Wahl 1792 bis jetzt im Review 2019, alle Jahre betrachtet und sortiert nach Wahljahr, Nachwahljahr, Mittelwahljahr und Vorwahljahr und habe in all diesen Jahren betrachtet, gibt es einen Halloween-Effekt oder nicht. Und diese Studie möchte ich Ihnen zeigen. Gucken wir uns erstmal an, wie sind denn die Jahre gelaufen. Ich öffne hier mal die Tabelle. Dann sehen Sie, dass das Wahljahr mit 9,69% Rendite tatsächlich ein deutlich starkes Jahr ist, mit einem Downside Risk, das ist Risiko gemessen, mit 2,85% relativ durchschnittlich ist, also ein sehr, sehr interessantes Aktienjahr. Das Nachwahljahr ist dann deutlich schlechter mit 1,0% Rendite und einem Downside Risk von 3,09, also ein sehr riskantes Jahr gewesen, wenig rentabel. Das Mittelwahljahr, wie der Name Mittel sagt, mit 4,56%, eher so ein mittlerer Wert, bei einer niedrigen Risiko mit 2,53%. Und das Vorwahljahr, ein sehr gutes Aktienjahr mit 6,13% im Durchschnitt seit 1792 und einem Downside-Risk von 2,74%. Jetzt muss man natürlich bei so einer Statistik betrachten, das sind Mittelwerte, die sagen erstmal was aus, aber da muss man vorsichtig sein. Das heißt noch lange nicht, dass hier auch wirklich ein Zusammenhang besteht. Deswegen muss man sich natürlich fragen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Wahlzyklus und Aktien? Es gibt einen, zumindest im Wahljahr wird vermutet, was heißt vermutet, man weiß, dass der US-Präsident oder der gewählt werden will, wiedergewählt werden oder auch die Konkurrenten, die gewählt werden wollen die Aktien stützen. Das heißt, die Konkurrenten natürlich nicht, aber der Präsident, der wiedergewählt werden will, der will, dass die Aktien steigen. Warum? Die Amerikaner beurteilen den Präsidenten, der an der Macht war, nach seinen Leistungen und da sind die Aktienkurse ein wichtiger Bestandteil. Wächst die Wirtschaft, steigen die Aktienkurse, dann wird der Präsident in der Regel wiedergewählt. Schrumpft die Wirtschaft, mehr Arbeitslose, weniger Arbeitskräfte, fallende Aktienkurse, dann wird er nicht wiedergewählt. Und das wissen die Präsidenten, deswegen versuchen die möglichst viele Versprechen zu geben, mit der Wirtschaft zu reden, die Wirtschaft zu unterstützen, die Aktienkurse zu stützen, damit die Aktienkurse im US-Wahljahr bis zur Wahl steigen. Und dieser Zusammenhang, den kann man nachweisen, den kann man finden. Deswegen können wir auch 2020 davon ausgehen, dass der Präsident in den nächsten Monaten, der wiedergewählt werden will, also Trump, immer mehr tun wird, um Aktienkurse zu stützen, um Versprechen zu geben, um die Stimmung am Aktienmarkt hochzuhalten. Vielleicht kauft er sogar selber Aktien. Da hat er sicher noch viel mehr Fantasie als ich, wie er die Aktienkurse in irgendeiner Weise stützen kann.
Ja, im Nachwahljahr flaut es dann meistens ab, da kommt dann die Ernüchterung, deswegen sind die oftmals schlecht. Im Mitteljahr, Wahljahr sind einfach andere Faktoren wichtig, da ist die US-Wahl nicht im Fokus der Anleger. Und im Vorwahljahr fängt es dann oftmals schon der Wahlkampf an. Und deswegen ist gerade am Ende des Jahres im Vorwahljahr auch noch Rendite drin. Also auch ein gutes Aktienjahr. So ist die Begründung, so ist der Zusammenhang. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch zeigen, ja, wie sieht es denn jetzt mit der Saisonalität aus in diesen verschiedenen Gruppen, in diesem US-Wahlzyklus. Da schauen wir uns mal die Tabelle genau an. Dann stellen wir fest, dass im Wahljahr die Rendite tatsächlich zwischen November und April stattfindet, überwiegend 4,12%. Und die restliche Rendite von Mai bis Oktober, 2,56%, ist dann deutlich geringer. Im Nachwahljahr sieht es schlecht aus, das ist ja eh ein schlechtes Aktienjahr, aber da fand die Rendite, wenn dann, von Mai bis Oktober statt. Also keine Saisonalität, wie wir es üblich kennen. Das Mittelwahljahr ist dann wieder typisch saisonal, also der Großteil der Rendite findet von November bis April statt, 2,99%, während von Mai bis Oktober im Mittelwahljahr nur 1,57% erzielt wurden. Das Vorwahljahr ist jetzt wieder ganz, ganz stark saisonal mit 4,77% in den Halloween-Monaten von November bis April und von Mai bis Oktober nur 1,36%. Also Sell in May im Wahlzyklus seit 1792 sagt ganz klar aus, das Wahljahr und das Vorwahljahr sind stark saisonale Jahre. Das heißt, wir können auch in 2020 davon ausgehen, dass der Großteil der Rendite bis Mai oder bis Juli stattfinden wird. Dann wahrscheinlich eine kurze Pause, bis die Wahl dann vonstatten geht. Und nach der Wahl wird dann die typische Jahresendrallye wahrscheinlich wieder einsetzen. Also wenn nichts dazwischen kommt, denn auch der US-Präsident ist zwar mächtig, aber auch ihm kann was in die Quere kommen und der Aktienmarkt kann torpediert werden durch andere Dinge. Aber wenn hier das normal verläuft, sage ich mal nach saisonalen Muster und auch US-Wahlzyklus, dann erwarten wir ein gutes erstes Halbjahr am Aktienmarkt. Das sind alles Mittelwerte und Statistiken. Sie wissen ja, trau keiner Statistik, die du nicht selber gemacht hast. Deswegen verrate ich noch ein paar Zahlen, die meisten Statistiker gar nicht preisgeben. Bei mir erfahren Sie sie. Ich zeige Ihnen auch noch nicht nur den Mittelwert, sondern wie häufig war denn die Saisonalität. Die Häufigkeit spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, vor allem wenn Sie eine Saisonalität in Ihrer Anlagestrategie verfolgen oder einen Fonds haben, der saisonal anlegt, so wie ich einen betreue. Dann schauen wir mal in die Tabelle, dann sehen Sie, dass im Wahljahr 66% der Wahljahre waren saisonal. Das Nachwahljahr ist ja eh schwach und nicht saisonal, trotzdem waren hier 51% der Nachwahljahre saisonal. Saisonal heißt immer, die Rendite von November bis April war höher als im Rest vom Jahr. Auch das Mittelwahljahr, das ja schon saisonale Züge hat, schafft es gerade nur auf 47% Häufigkeit. Und logischerweise das Vorwahljahr, das ja stark saisonal ist, mit 70% aller Vorwahljahre waren stark saisonal. Das reicht mir immer noch nicht als Wissenschaftler oder mit einem wissenschaftlichen Ansatz will ich hier auch noch genauere Zahlen haben. Ich möchte die Wahrscheinlichkeit messen. Das habe ich hier mit dem heteroskedastischen T-Test gemacht. Erschrecken Sie nicht, das ist Statistik. Aber das ist ein Test, der praktisch verschiedene Gruppen von Zahlen vergleicht, um hier einen Wahrscheinlichkeitswert zu berechnen. Und der heteroskedastische nimmt man dann, wenn eben die Verteilung nicht normal ist. Und bei Renditen habe ich keine Normalverteilung, deswegen habe ich den genommen. Und der spuckt mir noch aus, was wir jetzt in der nächsten Tabelle sehen, wie wahrscheinlich ist die Saisonalität denn in diesen verschiedenen US-Zyklen. Das Wahljahr hat mit 61,9% Wahrscheinlichkeit Saisonalität, deswegen kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, wir erwarten 2020 ein gutes Aktienjahr und ein saisonales Aktienjahr. Das Nachwahljahr ist im Prinzip nicht saisonal. Dann haben wir wieder das Mittelwahljahr mit 93% Wahrscheinlichkeit und natürlich das Vorwahljahr mit 96% Wahrscheinlichkeit Saisonalität. Also im Nachwahljahr müssen tatsächlich die Anleger, die Saisonalanleger aufpassen.
vielleicht noch zusätzlich irgendwie einen Faktor mitspielen oder absichern oder vielleicht den Zyklus nicht so lang machen. Das Nachwahljahr ist für saisonale Anleger recht kritisch, aber die anderen sind stark saisonal. Ja, das sind die Erwartungen für 2020. Ich gehe davon aus, dass wir relativ ruhig schlafen können am Aktienmarkt, wenn, wie gesagt, nicht irgendwas dazwischen kommt, was wir jetzt noch nicht kennen. Zinssteigerung brauchen wir, glaube ich, nicht befürchten. Insofern wünsche ich Ihnen auch ein gutes Jahr 2020 für Ihre Kapitalanlagen. Ich gebe Ihnen 2 Daumen hoch und drücke Ihnen die Daumen für Ihre Investitionsentscheidung. Geben Sie mir 1 Daumen für das Video, dann danke ich Ihnen schon mal. Abonnieren Sie den Kanal und vergessen Sie nicht, das Glöckchen anzuklicken, damit Sie immer informiert sind, wenn ich Ihnen ein neues Video einstelle und neue Informationen liefere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ihr Thomas Hupp.